hier. Und damit, ja, nee, hier. Und damit hallo zu Deadly Premonition Folge 42. Die Sirene war Absicht, der Rest nicht. Ja. Der kompetente Fahrer ist Daniel. Natürlich. Ich bin der nörgelnde Beifahrer und wir müssen zu Harry fahren. Was fahrst du immer so schnell? Jetzt fahr aber zu. Fahr zu. Von dem York glaubt, wichtige Hinweise zu kriegen, weil er es in einer Werbeanzeige so herausgelesen hat. Der wohnt hier hinten irgendwie erstmal einen See entlang, geradeaus und dann hier durch einen Tunnel. Nee, doch. Finden da nie hin. Nee. Wir brauchen die ganze Folge, dahin zu kommen. Hier so. Ab. Ja? Ja. Und dann da der Tunnel. Na, geht doch. Also ich fahre jetzt erstmal, bis ich hier... Wetten, wir brauchen die ganze Folge. Links bei diesem Dings da bin. Jetzt ist es ein Dings da. Reden. Zack, we've ended up with a third victim. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zack. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I like punk rock, but... We like different types of punk. You liked hard and heavy punk, like Crash and Sham 69. I like the more twisted ones, like The Damned, Buzzcocks, Iggy Pop, and Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked, but for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. Seems strange thinking about it now. Erträgst du die Sex Pistols? Ich? Ja. Ich kenne von denen ziemlich wenig und das, was ich kenne, kann man, höre ich mir ehrlich gesagt lieber an als anderen stressigeren Punk aus der Zeit. Aber ich bin mit der Zeit nie so wirklich warm geworden. Ich auch nicht. Ich hatte gehofft, ich würde jetzt irgendeinen Rant-Tipp triggern, aber nee. Würde mich fein raus sein, dass ich mich damit so gar nicht. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, wie Joy Division verklärt wird heutzutage. Als wäre es die wichtigste Band aller Zeiten. Wahnsinnig, aber war schon eine coole Band. Ab. Was ist denn von denen zum Beispiel? Von Joy Division. Love Will Tear Us Apart zum Beispiel. Achso. Genau. Das Lustige ist, ich habe mich jahrelang über Bands wie Joy Division aufgeregt, dass die total verklärt werden. Und bis dachte, du eines Morgens aufwachtest und gemerkt hast. Nee, bis ich dann im gleichen Atemzug so Sachen sagte wie, ja, aber wenn schon irgendwie so... britische Elektro irgendwie aus den 80ern, dann doch lieber New Order. Sauber. Ja, nur dass New Order halt Joy Division nur ohne Sänger ist, aber lassen wir das. Das stimmt jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz, aber so habe ich mir zumindest gemerkt. Es ist ja auch nicht immer wichtig, dass man eine richtige Geschichte erzählt, Hauptsache man erzählt irgendwas. Hauptsache die Pappen offen. So ist es. Aber das ist ja eigentlich das Credo des Internets, oder? Ja. Ich glaube, nee, es stimmt sogar. Ich glaube, die verbliebenen Mitglieder von Joy Division haben dann New Order gegründet. Und True Faith von New Order ist, ich glaube, das zweite Musikvideo, an das ich mich bewusst erinnern kann. Recht. Das habe ich schon gesehen, da wart ihr alle noch gar nicht geboren, oder viele von euch zumindest. Gruselig. Erstmal reden. There was one band that we both liked. We went all the way to New York to see them play. Right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg pop. The Ramones. That song still makes me feel good. That's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Those were the good old days. Rock and roll high school and Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left from the 20th century. What's up there still rocking on wherever they are? Mache ich mich jetzt arg unbeliebt, wenn ich sage, dass ich die Ramones super finde, aber Blitzkrieg
unerträglich finde. Ich kann es nicht mehr hören und die Ramones haben sicher geilere Songs als Blitzkrieg Bob. Naja, eigentlich haben sie halt einen Song. Ja, aber der ist spitze. Außer Blitzkrieg Bob, also die Variante. Wobei, ja. Also Rock'n'Roll High School ist schon ziemlich klasse. Hast du denn ein Problem mit den Sex Pistols oder mit Joy Division oder mit den Ramones oder überhaupt mit der Zeit? Nö. Oder Punk so? Nee. Nicht. Was war das? Das ist auch von den Ramones, The KKK Took My Baby Away, oder? Genau. Die Viking-Jugend hat ein Mädchen entführt. Ach ja. Habe ich uns da jetzt schön hingefahren, oder was? Ja, ich bin überrascht. Wir haben nicht mal 6 Minuten gebraucht. Jetzt. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Uh-oh. Cool. Dann nochmal ewig Auto fahren, oder? Mhm. Weil das so eine pompöse Einfahrt ist. Ja, das ging schnell. Oh Gott, jetzt kommt bestimmt gleich wieder Geschieße. Soll ich mal speichern? Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Weit? Hier in Nordberg ist es für dich. Hallo? Du hättest halt rangehen müssen, wenn ich habe jetzt gerade gar keine Zeit. Meinst du, diese ganzen Film- und Musikverweise in dem Spiel, das ist nur der Weg des Chefdesigners Sveri, den Leuten einfach reinzudrücken, was er geil findet? Würde ich aber auch so machen. Ja? Ja. Ich war einmal auf einem Konzert der ersten allgemeinen Verunsicherung, weißt du noch, Zack? Es war so schön. Ich war nie bei der EHV. Schade. Stimmt ja nicht. Freilich warst du da. Mr. Francis York Morgan. Mr. Stewart has been waiting for you. To the meeting room you shall go to. Ich sag immer noch, dass der das Gehirn hinter dieser Operation ist. Und der Mr. Stewart nur der Strohmann ist. Ich glaube, dass der Killer ist. Der? Ja. Das glaube ich nicht. Boah! Schau, Karl Marx ist auch dabei. Boah, diese Grafik. The meeting room is through here. Please be kind. Be sincere. Wenigstens kann er dichten. Hat mir heutzutage auch nicht mehr so oft. Suspect. Ach so, siehst du? Sehr verdächtig. Yes. Oh, jetzt haben wir schon geduzt. Wir wissen immer noch nicht, wie der heißt. Michael. Hä? Sehr verdächtig. Moment mal. Wenn es umdreht, heißt er Daniel. Spricht in Rätseln. Aha, apropos Rätsel. Was hat es hier mit auf sich? Oh ja. Aha, Beethoven, die Eroica, Schicksalssymphonie, Pastorale. Die 5., die 6. und die 7. Wie? Nochmal, warte mal. Ne, 3, 5 und 6. Bei Beethoven gilt ja, dass immer die mit den ungeraden Zahlen sind die guten bei den Sinfonien. Okay. Heißt es, ich kann es nicht so beurteilen. Wie viele Münzfernsprecher hat er da? Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Geht dir auf? Nee. Möglicherweise hat es was mit den Notenständern zu tun. Schau, ob da noch irgendwo anders noch welche anderen Notenständer rumstehen. Ich bin so stolz auf mich. Mit diesem miesen Wortwitz mit den Ständern verkniffen habe. Da, da, da! Ah ja. Wow. Hä?
Was ist da denn los? Oder hier, den Mann mit dem Schirm. Alles Männer mit Schirm. Vielleicht sind das Schirmherren. Ich hab mir den Witz mit den Bläsern verkniffen. Oh oh. Ich hab doch gar nichts gemacht. Zack, something is still missing. We need more clues. Kavallerist, der ein Springfield-Gewehr hielt. Und hier haben wir... Kavallerist, der ein Springfield-Gewehr hielt. Und hier... Ja. Wo kriegen wir jetzt ein Springfield-Gewehr her? Die Frage ist, wo ist Mr. Stewart? So, says Mr. Stewart. Kann man das Ding, kann man es nicht abnehmen, oder? Da muss ich hier durch und da komme ich aber nicht rein, oder? Nee. Geh jetzt da hinten durch. Da. Wir sind Gäste, also los. Aha. Das ist das, was der Michael gesagt hat. Regenschirm für Gästezimmer Nummer 1. Das kann man doch bestimmt dem geben, der die gar kein Springfield-Gewehr in der Hand hatten, sondern eigentlich auch Regenschirme. Muss ich schlafen? Nee, oder? Waschen muss ich mich auch nicht. Du kannst den geilen Anzug anziehen. Rasieren? Nee, mach mal nicht, gell? Und den coolen Anzug anziehen. Geiler Anzug anziehen. Suit, suit, riot. Der hat klasse. Das ist so ein Anzug, wie ihn John Arbuckle kaufen würde. Mit dem Pitch, haben Sie Interesse, einen schlechten Anzug zu kaufen? Oh ja, bitte. So schlecht ist er gar nicht. Doch, der ist furchtbar. Als Juror bei GNMT MTNMG. Was? Diese Show da. Würde er damit durchkommen? Ach so. Oder war es jetzt gerade eine DNA-Folge? Wer weiß. Also eigentlich müsste man dazu so einen riesigen weißen Cowboy-Hut anziehen, oder? Also so einen lächerlich großen. Mit der Kamera drin. So, also hier einmal Regenschirm. Nee, kein Regenschirm. Kein Regenschirm und nochmal kein Regenschirm. Und hier drüben... Nur Regenschirme. Überall Regenschirme. Ja, dann gib doch mal einen Regenschirm. Jetzt mal einen. Hilft uns denn dieses 3, 5 und 6 irgendwas? Für Gästezimmer Nummer 1. Nee. We need more clues. Gib's mal dem ersten oder dem linken. Der linken? Wie dramatisch das klingt. Zack, something is still missing. We need more clues. War da noch ein Gästezimmer, wo man rein konnte irgendwo? Ich schau nochmal. In dem Rundgang. Da vielleicht. Ja, schau an. Bin großer Fan von dem Anzug. Aha. Da ist er doch. Nummer 6. Also wir müssen 3, 5 und 6 platzieren wahrscheinlich. Das heißt, wir haben vielleicht einen Schirm zu viel. Aber gibt es denn da so viele Gästezimmer? Möglich. Die Frage war eigentlich, kann man jemals zu viele Regenschirme haben? Die Frage ist eher, kann man so ein Rätsel wirklich ernsthaft designen? Der kann alles. Und unterwegs drückt er dir noch rein, wie geiler Joy Division fand. Was haben jetzt Regenschirme mit Beethoven-Sinfonien zu tun? Der gemeinsame Nenner wäre die Musik. Ich bei Regenschirm immer an, ne? So hieß ja auch eine Folge schon hier. Wie Singing in the Rain. Ja. Stinking in the Rain. Nummer 4. Falsch. Es könnte sehr gastlich sein. Also die 3 brauchen wir noch. Das heißt, hier Nummer 1, das war ein Scheiß. Nummer 2 auch falsch. Nummer 3.
fragt sich schon, was dieser Sveri für so einen Quatsch macht. Das ist alles Kultur, Mann. Das ist alles Kunst. Aber das muss man auch echt mal lobend hervorheben. Das ist dann durchaus sehr viel mehr Popkultur und vor allem auch irgendwo relevante Popkultur als in anderen Spielen. Was die da angesprochen wird. Ja. In wie vielen Spielen hat man schon Beethoven und Joy Division in einem Spiel? Ja. Vielleicht hat er echt einen Preis verdient. Ich bin das müsste man so kommentieren wie so bei der Kulturzeit irgendwie. Bei der diesjährigen Biennale erhielt der japanische Videospielregisseur Sveri den großen Preis der Jury. So, jetzt haben wir es doch fast gelöst, oder? Und dazu sieht man irgendeinen verregneten Löwen von Venedig und so. Und danach kommt irgendeine Schweizer Moderatorin, die das dann alles noch erläutert. Also hier die drei, oder? Ja, die ist gesagt. Komm. Ja. Wie gut der Anzug ist. So begeistert. Gestreifte Krawatte zum gestreiften Anzug. Wahnsinn. Das schafft nicht mal mein Raiffeisenbankberater. Damit wirst du im Gefängnis unsichtbar, oder? Ja. Damit wirst du auch im Privatleben unsichtbar, wenn du Raiffeisenbankberater bist. Touché. Yes. So, aber jetzt. Wie? Das macht der jeden Tag. Wenn der. Deswegen ist der Butler auch schon so voll am Ende und reimt nur noch und brabbelt irgendwas vor sich hin, weil er den Scheiß jeden Tag machen muss. Voll blöd, wenn es brennt in dem Haus. Ja. Ja, was da drin passiert, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, denn ich muss in meinem Ruf als gemeiner Cliffhanger-Mensch recht werden. In der nächsten Folge mehr von dem geilen Anzug. Tschüss. Ciao, ciao.